Grüß euch bei Natürlich gekocht. Bei uns gibt es heute ein richtig cooles Gemüse-Barbecue mit allem, was dazugehört. Ganz viel Gemüse, ein bisschen Malm-Eistee, ein paar Marillen als Dessert und das wird eine richtig coole Geschichte. Grüß euch bei Natürlich gekocht, da aus dem wunderschönen Pinzgau bei mir zu Hause. Wir schauen heute zum Gemüsebauern, nämlich dem Stechaubauer, einer der größten da bei uns. Und wir starten eine Grill-Challenge heute. Und da schauen wir natürlich auch wieder, was die Bettina für Aufgabe hat für mich. Markus, du besuchst ja heute den Bio-Pionier im Salzburger Land. Da kannst echt aus dem Vollen schöpfen. Und wenn du grillst, dann verwend vor allem frische Zutaten. Zusätzlich sollst du nur essbare Blüten verwenden. Schau, dass du die Ringelblume und die Malve einbaust. Und als Gewürzkraut den Estragon. Und weil jetzt noch gerade Marillenzeit ist, da die mich echt voll freuen, wenn du diese süße kleine Frucht auch noch mit einbaust. Ja, danke Bettina. Ja, dann werden wir gleich aufbrechen und schauen wir mal, was der Stechaubauer für uns so zum Bieten hat. Oh, da bin ich ja schon richtig bei dir. Hi, grüß dich. Hallo Markus. Hi, grüß dich. Du hast ja schon gesehen, du bist da bei den Essblüten schon am Weg, oder? Ja, heuer hat uns leider das Unwetter ein bisschen erwischt. Ja. Und jetzt soll es normal in voller Blüte sein, aber es ist noch etwas spärlich. Ja, es hat innerhalb kürzester Zeit gute 60 Liter runtergehauen. Und es war ein bisschen Hagel dabei. Es war jetzt nicht sehr viel Hagel, aber wie man sieht, es reichen ein paar Körner, dass doch dann gerade bei empfindlichen Pflanzen einfach ein Schaden entsteht. Es wird dann einfach die Erden wir haben zwar recht eine lockere Erden, wie man da sieht, und sehr steinig, aber es ist dann einfach die oberste Schicht wie Beton. Und das ist dann auch zum Bearbeiten eine große Herausforderung. Ja, aber ein paar einzelne. Es erholt sich wieder, ja. Gott sei Dank, es wird, ja. Was ist denn da eigentlich so das Besondere an den Essblüten? Die essbaren Blüten, da haben wir jetzt die Ringelblume. Die kann man eigentlich den Blütenkopf essen. Früher hat man man nimmt ihn immer nur für die medizinischen Zwecke her. Säume eigentlich, gell? Säume machen oder genau, Öl. Ja, es war die Anfrage von der Gastronomie da, von einem 5-Sterne-Haus. Okay. Und wir haben gesagt, ja, warum sollen wir es nicht probieren? Wenn jetzt die Nachfrage doch nicht da ist, dann haben zumindest die Insekten was davon und die Bienen. Und das Ganze sollte man eigentlich auch fördern in der heutigen Zeit. Und was ist eigentlich so die klassische Erntezeit von den Essblüten? Wir haben es von Mitte Juni bis an Herbst rein, bis eigentlich der Frost also durchgehend dann der Frost mitnimmt, ja. Ja, da werde ich definitiv ein paar mitnehmen. Du, und wie schaut es bei euch aus mit Gemüse? Weil ich brauche da ein bisschen ein Gemüse für heute. Gemüse, das macht dann der Martin vorne, der ist bei den Zucchini. Der schaut mit dir, was ja, gut passt. Schauen wir da mal hin, oder? Ja. Servus, grüß dich. Da leuchten die Blüten ja schon raus, heißt, ganz gelb und orange. Ja, nicht schlecht. Ja, das ist genau das, was ich brauche, deine Zucchini. Wie lange macht ihr das schon? Ja, im Biolandbau, da hat mein Großvater schon 1964 umgestellt. Also das ist schon relativ lang. Er hat es damals aus dem Grund aus umgestellt, weil er einfach einen Biolandbau als den richtigen Weg, um seine Familie zu ernähren, gesehen hat. Und mein Vater hat dann schon vor über 40 Jahren mit Gemüse angefangen. Ja, und so ist halt das klar gewachsen. Und wie es halt jetzt bauen wir Gemüse und Erdäpfel und die Blumen auf ca. 9 Hektar an. Und dann haben wir noch die ganzen Weideflächen und die Futterflächen für unsere Kühe. Anbauen tun wir eigentlich ziemlich alles, was so wächst bei uns. Und wir probieren da auch wieder was. Aber klassisch ist natürlich das ganze Kohlgemüse, die ganzen Salate. Wir schauen da, dass wir über den Winter viel drüber kommen. Haben wir eigentlich fast das ganze Jahr ein Lauch. Eben das Kohlgemüse, was auch ins Lager kommt. Und ein großer Schwerpunkt, neben Erdäpfel,
ist auch das Wurzelgemüse. Also die ganzen Karotten, Peter, Sebastian, Acken, Sellerie. Was ist denn so die Herausforderung mit so viel Gemüse? Quasi. Ja, wenn man so viele unterschiedliche Kulturen hat, ist natürlich die Herausforderung, dass man Arbeit zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Arbeiten macht, jetzt von der Pflege mit Unkraut und so. Man kann, wenn man so viele unterschiedliche Sachen macht, nicht überall alles perfekt machen. Und man muss halt auch mit der Natur zusammenspielen. Und die Natur zeigt uns hinter die Grenzen. Mit dem Weider, wenn einmal der Hagel drüber zischt oder wenn es wieder gegenteilig einmal zu trocken ist. Aber man muss es so nehmen, wie es ist, und man muss sein Bestes geben. Für die allgemeine Entwicklung ist halt die Fruchtfolge, also ein Wechsel zwischen Gemüse, Erdäpfel und Kleegras wieder, dass sich der Boden regenerieren kann, das ist ganz wichtig. Und wir haben da so eine Rotation in einem 5-Jahres-Rahl, dass wir mit den Erdäpfeln gleich alle 5 Jahre auf die gleiche Fläche kommen. Und dazwischen haben wir 1 bis 2 Jahre Gemüse. Und die restliche Zeit gehen wir am Boden, dass er sich wieder erholt und dass er wieder Kraft tanken kann, dass wir dann wieder die intensiven Kulturen hinbauen können. Ja. Ja, perfekt. Dann habe ich jetzt eigentlich alles, was ich brauche. Nein, will eins habe ich nicht. Blüten hat es ein wenig auslassen. Aber da habe ich jetzt eine Idee, da rufen wir jetzt einmal geschwind die Bettina an und schauen wir mal, ob die was hat für uns. Ah, servus Markus. Mei, so schade, dabei haben die beim Stecherbauer so eine schöne Blumenwiesen. Aber ich hüpfe dir gern aus, Markus. Von mir kriegst du die Malve und die Ringelblume. Perfekt, jetzt habe ich alles, was ich brauche. Und jetzt können wir eigentlich loslegen. So, jetzt sind wir zurück an unserem Grillplatz und da werden wir jetzt richtig loslegen, nämlich einmal als allererstes mit unserem Malven-Eistee. Weil wir müssen uns natürlich, bevor wir einen Eistee machen können, müssen wir natürlich erst einmal einen Tee kochen. Wir haben da unsere Malven und die Malven sind leider, wie wir erfahren haben, durch unser Unwetter ein bisschen mager ausgefallen und die Bediener haben uns ein bisschen ausgeholfen. Allerdings habe ich auch noch ein paar getrocknete und zwar das sind wirklich diese dunkelvioletten. Die werden wir uns jetzt da mal in das Glas reingeben. Dann pflückt man natürlich auch noch ein paar frische dazu. Die Malve gehört zu den Malvengewächsen. Und sie kommt ursprünglich aus dem südeuropäischen und asiatischen Raum. Aber mittlerweile ist sie in den gemäßigten Zonen in ganz Europa beheimatet. Sie ist recht anspruchslos, was den Boden betrifft. Sie wächst auf sonnigen Wiesen, an Wegrändern oder an Böschungen. Es gibt verschiedenste Malvenarten. Und zum Beispiel gibt es auch die wilde Malve, die hat eher so dunkelviolette, dunkelrosarote Blüten. Aber auch die Wegmalve, die hat eher weißliche Blüten mit dunkelvioletten Aderungen. Es können die Blüten und die Blätter der Malve verwendet werden. Und zwar für die innerliche und für die äußerliche Anwendung. Man kann Tees draus zubereiten, man kann sie aber auch in der Küche super einbauen für Salate und für Gemüse. Beide enthalten Schleimstoffe. Die Blüten haben zusätzlich noch Anthocyane, die wirken super für unser Immunsystem. Und die Blätter haben noch Flavonoide enthalten. Die Malve kann man trocknen für den Tee, sowohl die Blüten als auch die Blätter, oder jetzt im Sommer direkt frisch verwenden für die Küche, aber auch für den Tee. Die Malve wirkt so gleich super beruhigend für unseren Magen und für unseren Darm, aber auch super gegen Sodbrennen. Und wenn ich jetzt ein bisschen einen Reizhusten habe, dann kann ich aus der Malve einen Kaltauszug machen, so hole ich mir die Schleimstoffe raus und das wirkt reizlindernd gegen einen Reizhusten. Wir haben jetzt unsere Blüten da in unserem Glas drinnen. Jetzt brauchen wir natürlich auch noch ein heißes Wasser. Und hab da einen Energiespartipp für euch. Ganz wichtig, wenn ihr den Eistee jetzt mit dem heißen Wasser aufgießt, den Eistee erst einmal in einem normalen Raum, in Zimmertemperatur, ein bisschen abkühlen lassen, bevor ihr ihn in den Kühlschrank gebt, weil der Kühlschrank natürlich dann viel zu viel Energie braucht. Und wenn er dann erkaltet ist, dann machen wir uns den richtig aromatisch mit Eis und allem, was dazugehört. Für unser Hauptspeis, wo wir natürlich auch ein bisschen Fleisch brauchen, weil ich kann ohne Fleisch nicht, ja, haben wir ein bisschen Flanksteak. Und zwar werden wir das Flanksteak ganz scharf abgrillen, vorher nicht würzen. Wir werden das erst nachher mit einem guten Salz würzen. Für unseren Gemüse-Wrap haben wir natürlich jetzt unser super Gemüse vom Biohof Stecherbauer.
Das werden wir so gut wie es geht im Ganzen als Barbecue grillen. Unsere große Melanzani, die werden wir jetzt als allererstes einmal der Längs nach halbieren zumindest. Dann mit der Fleischgabel ein bisschen einstechen, damit der Garvorgang ein bisschen unterstützt wird. Dann haben wir Zucchini, ganz wichtig. Die tun wir auch ein bisschen anstupsen, damit da die Flüssigkeit ein bisschen arbeiten kann. Und da sieht man jetzt auch noch den Hagelschaden vom letzten Mal. Kann man aber trotzdem verwenden. Also sie ist deswegen nicht schlecht. Die Zucchini gehört zu den Kürbisgewächsen und sie ist botanisch gesehen eine Riesenbeere. Sie wächst hauptsächlich im mitteleuropäischen Raum, aber schon seit dem 17. Jahrhundert wird sie in italienischen Gärten angebaut. Die Zucchini ist eine recht anspruchslose Pflanze. Sie bildet ganz schnell Früchte aus. Sie hat männliche und weibliche Blüten. Die weiblichen Blüten bilden die Frucht aus. Und wenn ein recht regenreicher Sommer ist, dann werden vermehrt männliche Blüten gebildet und somit ist es dann nicht so ertragreich. Die Zucchini kann man gegrillt, gedünstet oder auch gebraten essen. Man kann sie aber zum Beispiel einlegen. Man kann aber auch die Blüten essen und wenn man dann vermehrt die männlichen Blüten sammelt, dann schmälert das auch nicht den Ertrag. Die männlichen und weiblichen Blüten wachsen kaum zur selben Zeit. Das verhindert eine Eigenbestäubung. Die Zucchini wird unreif geerntet, das heißt mit einer Länge von 20 bis 30 cm. Wenn sie ausgewachsen ist, wird sie 60 bis 80 cm. Die Schale wird dann härter, aber sie ist länger haltbar. Wenn die Zucchini früher geerntet wird, schmälert das absolut nicht den Vitamingehalt. Sie hat ganz viel Vitamin C, B, A, aber auch ganz viel Mineralstoffe enthalten. Und das bei nur ganz wenig Kalorien, weil sie ganz viel Wasser enthalten hat. Sie hat auch Phosphor enthalten, das ist besonders gut für unser Blut und für den pH-Wert. Wenn die Zucchini besonders bitter schmeckt, dann soll man sie nimmer mehr verwenden, weil dann hat sie den Bitterstoff Curcubitacin enthalten. Der kann zu Übelkeit, Erbrechen und Durchfall führen. Dabei hat sie nur ganz wenig Kalorien und jede Menge Wassergehalt. Ein bisschen Rosmarin können wir noch drauf geben, weil Kräuter sind immer gut. Unser Flanksteak hat jetzt richtig schön Farbe von beiden Seiten. Das kann jetzt eigentlich so vor sich hinziehen und für das gehen wir es jetzt auf dem anderen Grill in ein bisschen eine ruhigere Zone. Und einen ganz wichtigen Energiespartipp habe ich noch für euch. Ich bin natürlich eher der mit dem Holz und mit der Kohle. Ja, aber es könnte auch sein, dass ihr einen Elektrogrill habt und dann ist wichtig, dass ihr darauf schaut, dass ihr vielleicht da Energie sparen könnt, nämlich indem ihr ihn nicht ungenutzt laufen lasst und vielleicht auch die Restwärme fürs Gemüse nutzen. Wenn ihr auch mal Lust habt auf ein bisschen anderes Barbecue, dann würde ich mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und unser Video liked. Unser Gemüse, unsere Melanzani und unsere Zucchini, die sind jetzt fertig. Die werden wir jetzt nur noch mal ganz ein bisschen mit einem guten Öl, Olivenöl, oder sonstigem, was ihr immer daheim habt, ein bisschen beträufeln und legen die jetzt auch zum Ruhen auf unseren bisschen kühleren Grill. Ein paar Karotteln habe ich mir natürlich auch noch mitgenommen. Weil die natürlich so klein sind, gehen wir die erst ganz zum Schluss jetzt auf den Grill. Ein bisschen Soße brauchen wir natürlich auch für unseren Wrap. Da haben wir ein bisschen einen Salzburger Sauerrahm. Den ganzen Salzburger Sauerrahm werden wir jetzt mit Ringelblumen und fein gehackte Kräuter verfeinern, mit ein bisschen Salz und Pfeffer. Und das wird dann unser quasi Dip für unseren Wrap. Die Ringelblume gehört zu den Korbblütengewächsen und sie kommt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum. Aber bei uns wird sie mittlerweile in vielen Gärten schon angebaut. Man findet sie kaum in der Natur. Sie wird deshalb auch Annika des Gartens genannt. In fertigen Tees ist sie auch oft sehr gern enthalten, weil sie einfach die Kräuter, die enthalten sind, in ihrer Wirkung nur unterstützt. In der Volksheilkunde wird sie gern gegen Gallenbeschwerden, Magen-Darm-Problemen oder Menstruationsbeschwerden verwendet. Außerdem regt sie nur die körpereigene Entgiftung an und wirkt sie positiv auf unser Lymphsystem aus. Man kann aber aus der Ringelblume ein Haarwasser machen gegen schuppigen Haarboden oder ein Gesichtswasser für einen strahlenden Teint.
Die frische Ringelblume oder der Saft der frischen Ringelblume wirkt auch gegen Warzen. Viele kennen vermutlich die Ringelblume als Salbe. Super bei Hautirritationen oder bei Wunden, die nicht gut heilen. Das liegt an dem heilenden Wirkstoff Calendolin. Außerdem hat sie nur Fermente, ätherische Öle und Bitterstoffe enthalten. Diese schönen orangefarbenen Blüten sind ein ganz toller Safranersatz für Hühnergerichte, Eiergerichte, Fisch- oder Gemüsegerichte, aber auch in Kuchen kann man sie super verarbeiten. Außerdem können von der Ringelblume nur die jungen, frischen Blätter verwendet werden für Gemüse oder Salat. Unser gegrilltes Gemüse ist jetzt soweit eigentlich fertig und ist auch richtig schön weich. Das werden wir uns jetzt zu so einem Gemüsestreifensalat zusammenschneiden, tun das dann einmal richtig schön marinieren mit ein bisschen frischem, groben Salzburger Salz. Und ein bisschen Pfeffer, ein bisschen gutes Öl noch dazu. Und zu guter Letzt als meine wichtigste Zutat, das Flanksteak. Von dem schneiden wir uns jetzt natürlich auch gleich ein bisschen was auf. Und jetzt mal ein Stück runter. Schaut mal, ah, perfekt. Jetzt haben wir da noch zwei Wraps. Ja, die tun wir uns jetzt ganz kurz anwärmen, dass die ein bisschen warm sind, damit sie sich leichter rollen lassen. Und jetzt füllen wir uns das Ganze mit unseren frischen Gemüsezutaten und natürlich auch unser Fleisch. Und jetzt habe ich noch einen Trick, damit wir es aufschneiden können, ohne dass uns das auseinanderfällt. Wir binden das mit ein bisschen einem Schnittlauch, den ich ganz kurz auf den Grill geworfen habe. Dann hält das gut zusammen und wir können das in der Mitte auseinanderschneiden. Damit wir auch noch ein bisschen Säure reinkriegen, habe ich da noch so Sandwich-Gurken, so ein bisschen saure. Und die stupfen wir jetzt da noch dazu rein. Mit ein bisschen Sauerrahm vollenden. Und ein bisschen zum Garnieren obendrauf haben wir noch ein bisschen einen kleinblättrigen Basilikum und ein bisschen was von unseren Ringelblumen. Also das ist heute wieder ein richtig geiles Gericht. Ich bin mir sicher, dass die Bettina, die wird begeistert sein und darum schicke ich dir jetzt gleich ein Foto. Für unser Dessert arme Ritter mit Barbecue-Marillen, ja, so heißt es heute, braucht man natürlich unsere Marillen auch wieder vom Barbecue. Das heißt, wir tun uns die halbieren, tun den Kern raus und werden die mit ein bisschen einer Prise Zucker karamellisieren auf dem Grill und langsam garen und mit diesem Raucharoma und mit dem Ganzen verschmelzen lassen. Die Marille gehört zu den Rosengewächsen und ursprünglich stammt sie aus Armenien. Man hat dort Marillenkerne bei Ausgrabungsarbeiten gefunden, die darauf hindeuten, dass sie schon in der Antike dort bekannt war. Mittlerweile wird sie hauptsächlich im Mittelmeerraum angebaut, aber auch bei uns in Österreich wird sie kultiviert. Zum Beispiel in der Wachau, da kommen 85% unserer heimischen Ernte her. Die Marille mag total gerne einen sandigen Boden und sie vertrocknet die Sonne sehr gut. Was sie nicht so gern mag, ist viel Niederschlag und sie ist sehr frostanfällig. Die Marille ist ein Steinobst und hat so eine pelzige Haut. Sie hat eine Narbe, die vom ehemaligen Fruchtboden bis zum Stängel geht. Die Marille hat eine ganz tolle orange Farbe. Und das kommt vom Carotin. Das wird in Vitamin A umgewandelt. Und das ist ganz super für das Zellwachstum. Und hat aber auf 100 Gramm nur 8,5 Gramm Zucker. Außerdem hat sie noch Vitamin C, B, Folsäure und Niacin enthalten. Zusätzlich noch Phenolsäure, das ist ein sekundärer Pflanzenstoff und der wirkt antibakteriell. Außerdem ist sie noch ein genialer Mineralstofflieferant mit Eisen, Kalium, Calcium und Magnesium. Wir kennen die Marille hauptsächlich für Marillenmarmelade, aber auch für Kuchen, Kompott oder auch bei uns in Österreich der Marillenknödel. Man kann aber die Marille das ganze Jahr snacken, indem man sie einfach trocknet. Von der Marille kann man aber auch noch das Persipan herstellen. Das schmeckt ähnlich wie Marzipan und wird aus dem Marillenkern hergestellt. Dazu machen wir uns einen Art Amerita und da werden wir uns den Estragon ganz fein hacken, dann werden wir den innen drinnen mit Butter bestreichen, den Estragon als quasi Kräuterschicht in die Mitte,
klappen dann zwei zusammen und werden die dann auf dem Grill in der Pfanne mit ein bisschen Eimilch im Prinzip herausbraten. Ja, und das ist dann unsere Beigabe zu den Marillen. Der Estragon gehört zu den Korbblütengewächsen und er kommt ursprünglich aus Südasien und China, aber mittlerweile hat er sich in unseren Gegenden schon sehr heimisch gemacht. Es gibt den russischen, den französischen und den deutschen Estragon. Der deutsche Estragon ist eine Mischung aus dem russischen und dem französischen und er ist winterhart. Der Estragon kann bis zu 1,50 Meter hoch werden. Er wird vor der Blütezeit geerntet und zwar zwischen Juni und Juli. Hauptsächlich hat er eine verdauungsfördernde Wirkung und zwar durch die Bitterstoffe regt er super unsere Gallensäfte und Magensäfte an. Außerdem wirkt er noch gegen Blähungen und Menstruationsbeschwerden. Zusätzlich regt er auch noch unsere Fettverdauung und die Nierentätigkeit an. Er hat außerdem Vitamin C, Vitamin A, Jod und Mineralsalze enthalten. Er ist ein Muss für jeden Kräuteressig. Außerdem kann man zum Beispiel Fleisch mit Estragon einreiben, dann hält es die Fliegen fern. Und man kann auch noch einen Longdrink oder ein Eiswasser mit Estragon eine ganz spezielle Note geben. Man kann aus ihm auch noch einen Tee, Tinktur oder Öl zubereiten. So, unser armer Ritter mit dem Estragon ist jetzt soweit fertig. Den gehen wir da mittig drauf. Gefüllt mit dem Estragon und innen drinnen schön mit Butter. Und dann brauchen wir unsere Marillen. Die sind jetzt richtig schön weich gegrillt. Und die setzen wir jetzt da oben drauf. Und dann natürlich als Topping auch ein bisschen an Estragon oben drauf. Und ein bisschen frische Minze. Und Foto für die Bettina nicht vergessen. Für alle, die das Dessert jetzt gerne noch ein bisschen spezieller hätten und noch ein bisschen kühler, ja, obendrauf einfach eine Kugel Eis, je nachdem Vanilleeis oder irgendein Fruchteis oder vielleicht auch Sorbet und dann gibt es nochmal den richtigen Kick. Unseren Malven-Eistee müssen wir auch noch machen, der ist jetzt mittlerweile kalt. Wir werden das aber noch ein bisschen verfeinern und zwar habe ich da noch einen frischen Ingwer. Da werden wir uns ein Stückchen von dem Ingwer noch reinschneiden, damit das ein bisschen eine speziellere Note kriegt. Und für den ganz speziellen Kick noch ein bisschen an Rosmarin. Und jetzt können wir das Ganze mit dem Tee aufgießen. Immer schauen, dass richtig schön Eis drinnen ist. Und natürlich zu guter Letzt ein bisschen eine Dekoration. Ein bisschen eine Malvenblüten obendrauf. So, und fertig ist unser erfrischendes Getränk. Bauen wir natürlich noch unser Foto für die Bettina. Und dann werden wir uns jetzt gleich mal anhören, was die Bettina zu unseren drei Kreationen zum Sagen hat. Boah, Markus, da hast du echt was einfallen lassen. Das sind super Ideen mit außergewöhnlichen Gerichten. Und das Fladenbrot mit dem Gemüse, das sagt man so richtig zu. Und der Malven-Eistee, der ist richtig erfrischend jetzt für den Sommer. Den werde ich sicher bald einmal ausprobieren. Ja, also mein Fazit auch für heute, ich bin total zufrieden mit den drei Gerichten, also sie sind wirklich toll geworden. Und das ist der beste Beweis, Grillen besteht nicht nur aus Würstel, Fleisch und Maiskolben. Und darum wünsche ich euch für heuer eine richtig geniale Grillsaison. Richtige lässige Grillerei heute und da gibt es noch viel mehr Kochtipps.